tun Sie denn? Ich lebe. Wir haben ja gar keinen Respekt vor dem Leben. Bitte? Arbeitslos bist du? Ist das wahr? Mhm. Ja, man hat mir gekündigt. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Der Reiz war der Regisseur Dominik Graf, den ich für ausgesprochen begabt und begnadet halte. Also einer der wirklich tollsten Filmemacher in Deutschland. Auch, ich weiß gar nicht, wie viele Filme er schon gedreht hat, aber so viel, und dabei sind echt tolle Filme darunter. Und diese melodramatische Liebesgeschichte, die hat mich ganz schön erwischt. Ich wollte zu dem Zeitpunkt unbedingt was Trauriges drehen. Den habe ich mir gespart. Eigentlich habe ich, ja, für manche Sachen muss man ein bisschen was üben, so für manche Rollen, oder für manche braucht man irgendwie eine spezielle, ja, muss die Figur irgendwas können oder so, oder braucht man einen besonderen Gang oder irgendwie muss ich da was ausdenken, so in der Charakterarbeit, aber hierfür nicht. Für manche Filme ist es wichtig, dass man sich mit der Sprache vertraut macht, weil es ist gerade bei Romanverfilmung manchmal so ein bisschen tricky, weil es wirkt dann doch alles sehr geschrieben, ne? Und manchmal ist es besonders, knallt das so raus, wenn man so Drehbücher hat, wo dann manche Sätze irgendwie original sind aus dem Kästner-Text und manche halt vom Drehbuchautor. Und das hörst du immer, das ist ein ganz anderer Sound und so. Und dass das irgendwie zusammenfindet, dass man da den richtigen Ton findet als Schauspieler, das ist total schwierig. Weil manche Sachen klingen einfach, so spricht kein Mensch. Fantastisch. Ja, er ist wirklich, hat mich da richtig durchgetragen durch diese 35 Drehtage, die nicht immer einfach waren. Und war eine aufwühlende Zeit und wir haben irgendwie alles gegeben und hoffe, dass wir irgendwann nochmal einen Film drehen können. Nee, schwierig wird es, wenn es halt tatsächlich keine fiktiven Figuren sind, sondern wenn es tatsächliche Figuren des öffentlichen Lebens waren, die jeder kennt oder so, oder wo jeder irgendwie eine Haltung dazu hat. Habe ich auch schon ab und zu gespielt, da ist es dann immer ein bisschen gefährlicher. Aber hier bei dem Fabian, ich habe es alles nicht so ernst genommen und es war auch gut so. Also ich habe das Buch nicht so ernst genommen und den Film auch, den es schon gibt, nicht gesehen. Und manchmal ist es bei Romanverfilmung ganz gut, dass man da so mit so einer Laissez-faire-Haltung rangeht und so, dass man den Roman nicht zu wichtig nimmt. Weißt du, weil man muss sich auch davon lösen, weil sonst, weil der Film ist ja nochmal was Neues und er hebt ja den Roman, was auch immer man verfilmt, nochmal auf eine neue Ebene und so. Es soll ja nicht nur eine bebilderte Abbildung des Films sein. Ja, klar, das wusste ich. Das weiß man vorher, welches Format man dreht. Man hat ja dann auch immer die Ausspielungen dort und sieht irgendwie, wie das aussieht, guckt sich danach Szenen an oder so. Aber es hat vor allem die Gründe, dass wir auch gar nicht so viel Geld hatten für den Film und dass 4:3
abgesehen davon, dass das ein ungewöhnliches Format ist und dadurch irgendwie schon geil, so das mal wieder zu benutzen, hilft das natürlich, wenn man nicht so viel ausstatten möchte, wenn man nicht diese breiten Tableaus, irgendwie Straßenzüge mit vielen Autos haben möchte und so. Und hilft auch bei so einem Film, weil der Kameramann mit sehr kleinen Kameras immer sehr, sehr nah dran war und das unterstützt so, ja, die Intimität und die Sinnlichkeit des Films, ja. Also besonders für die Liebesszenen und so, das ist dann halt wie, wenn der Kameramann ist dann auch wie ein Schauspieler, ein dritter Schauspieler, der dabei ist. Also es war dann eher so eine Dreiergeschichte. Ja. Ja, nee, eigentlich viel einfacher, weil dabei entsteht noch mehr Energie. Oh, das ist irgendwie geil. Also da fühle ich mich, also unser Kameramann, Hanno Lenz, weiß ich nicht, ist unglaublich, was da so rüberkommt, weil man hat dann das Gefühl, es geht wirklich, er will dir so in die Seele filmen, ja, und wenn du jetzt eher einen Film machst, wo es so um so eine Hülle geht oder wo es eher darum geht, geile, glossy Bilder oder so zu machen, dann bist du eigentlich als Schauspieler auch meistens nur eine Hülle und wirst da reingesetzt und so und dann wird noch viel umdekoriert und nochmal umgeleuchtet und so und eigentlich spielt es gar keine Rolle, was du da machst. Du bist eigentlich nur so Lichtfänger. So. Und das ist halt bei so einem Film ganz anders und deswegen gibt es einem eher Energie, weil du hast das Gefühl auch, dass jemand zuschaut und dass dich jemand sogar noch pusht und das ist toll. Allen, die ein Herz haben oder so, alle, die gerne Filme gucken, alle, die irgendwie das Kino lieben, alle, die das Leben lieben, alle, die, ja, es klingt jetzt so ein bisschen platt, aber die ein Herz haben, ja, und ich glaube, dass, also mich trägt der Film total aus der Bahn, also mich zerreißt er schon nach 20 Minuten. Wenn er Fabian die Cornelia kennenlernt und dann und diese Off-Texte, die sind so toll gesprochen und also es ist, ich find's einer meiner besten Filme. Ich mag es manchmal nicht so richtig sagen, aber wenn ich einen Film drehe, dann drehe ich den immer wie so im Rausch. Also ich bin dann auch irgendwie einfach so in einem Tunnel und da brauche ich lange, um da reinzukommen. Also eigentlich ist die Vorbereitung immer das Schwierigste. Die erste Woche ist, bin ich immer sehr unzufrieden und dann rutsche ich so rein und dann erlebe ich so einen Film eigentlich wie im Rausch und dann denke ich auch wirklich nur an die Sachen, die ich da machen will und an die Figur und an das Drehbuch und träume davon und wenn der letzte Drehtag vorbei ist, dann lasse ich alles hinter mir und vergesse das. Und bei dem Film war es auch sehr, sehr intensiv, würde ich sagen, ja. Mhm. Ja, nee, gar kein Problem. Währenddessen ist es für mich schwer irgendwie so und also ich habe dann auch selten Kontakt irgendwie zu Sachen, die mich in mein eigenes Leben zurückholen, was natürlich das ein bisschen schwer macht für Freunde und Familie. Aber danach bin ich froh, dass ich dann lasse ich das alles hinter mir. Von heute auf morgen, dann vergesse ich auch, wie die ganzen Leute hießen und so. Und sie will Schauspielerin werden? Noch einer. Ich träume nachts, dass ich sie verliere. Und ich schäme mich für die Angst. Fräulein Cornelia Battenberg, ich erteile dir hiermit meine Erlaubnis für einen eheähnlichen Bund mit dem hier anwesenden Jakob Fahrt. Also, ich kann dich lieber. Und die Liebe hört nimmer auf. Lieber Freund, solange du alleine warst und es mich noch nicht gab, konnte dir nichts geschehen. Es wird jetzt wieder werden, wie es vorher war. Werden Sie bedroht? Die Welt geht vor die Hunde. Es muss alles in eine neue Ordnung kommen. So geht es ja nicht weiter.